Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin ungeschminkt, weil ich ein Style & Talk Video drehen werde und ihr müsst unbedingt bis zum Ende dranbleiben, weil ich habe eine fette, fette Verlosung für euch. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann bleibt dran. Außerdem werde ich heute über ein sehr, sehr interessantes Thema sprechen, was sehr viel interessiert. Ich finde es auch selber interessant. Also falls ihr einfach zuhören möchtet und Zeit habt, dann bleibt gerne dran. Ich werde mich heute nur mit Bare Minerals Produkten schminken, weil ich ganz vieles zum Testen zugeschickt bekommen habe und natürlich auch was für euch habe, aber dazu mehr am Ende des Videos. Ich fange natürlich an mit Foundation, da mische ich hier die zwei, das ist von Bare Minerals Bare Skin, da mische ich die Nummer 01 und 03. Die müsst ihr übrigens auch voll gut schütteln, weil die sind sehr, sehr flüssig. Zum Auftragen benutze ich hier diesen coolen Pinsel von Bare Minerals. Der ist aus dieser limitierten Lovescape-Reihe. Ich hatte heute vor, mit euch über das Thema YouTube zu sprechen. Wie viel Geld verdienen eigentlich YouTuber? Und das ist ja wirklich ein richtig heiß begehrtes Thema. Deswegen dachte ich mir, ich setze mich mal hin und decke mal so ein paar Fakten auf. Ich selbst verdiene natürlich auch Geld mit YouTube und kenne mich da eigentlich auch ziemlich gut aus. Ich finde, es ist kein Verbrechen, mit YouTube Geld zu verdienen, weil, ja, warum sollte man damit nicht Geld verdienen, wenn man es schon kann? Und zwar kriegen wir YouTuber ja Geld für unsere Klicks, aber ich kann euch sagen, also zum Beispiel ich mit 80.000 Abonnenten könnte niemals von meinen YouTube-Klicks leben. Also das wäre monatlich viel, viel zu wenig. Also das schon mal vorab. Natürlich kann ich euch da keine genaue Zahl nennen, wie viel ich jetzt zum Beispiel pro Klick verdiene. Das weiß, glaube ich, auch kein YouTuber, aber ich glaube unter 1 Cent. Also ihr seht, es ist fast gar nichts. Natürlich kann eine Bibis Beauty Palace super gut davon leben, also von den Klicks, weil sie wirklich Millionen von Klicks in einem Monat hat. Natürlich sammelt sich da auch eine gewisse Summe an, die nicht gerade niedrig ist. Also wie gesagt, Bibi kann wirklich super gut davon leben und dafür hat sie auch meinen vollen Respekt auf jeden Fall. Concealer ist auch von Bare Minerals, den habe ich in der Farbe Light. Der nennt sich Bare Skin. Und der lässt sich super gut auftragen. Der ist so schön cremig und sehr, sehr flüssig. Natürlich verdient man auf YouTube hier nicht nur das Geld mit Klicks, sondern zum Beispiel auch mit Produktplatzierung. Da habt ihr sicherlich die ein oder andere auch bei mir gesehen. Ich habe damit überhaupt gar kein Problem. Thema Produktplatzierungen sind ja bei euch nicht so beliebt, aber ich kann euch sagen, kein YouTuber würde irgendeine Scheiße vorstellen, weil man das ganze Video ja natürlich auch mit Produktplatzierung markieren muss. Und ja, alle wissen, dass es eine Produktplatzierung ist. Und wenn man dann wirklich für eine große Scheiße wirbt, dann macht man sich einfach ein richtig schlechtes Image auf YouTube. Und ich glaube, das möchte kein YouTuber. Deswegen braucht ihr eigentlich bei Produktplatzierung keine Angst haben. Weil ich zum Beispiel würde auch niemals irgendeine Scheiße für Geld vorstellen. Also ich kann euch mal was erzählen. Ich habe zum Beispiel eine Anfrage bekommen, da ging es auch um mehrere tausend Euro. Und zwar sollte ich Kondome vorstellen. Kondome, ja. Für mehrere tausend Euro. Ich meine, ich hätte es annehmen können, hätte euch hier schön Kondome zeigen können, guck mal hier, wie lustig. Aber das bin ich einfach nicht. Warum soll ich irgendwelche Kondome in die Kamera halten und dafür tausende von Euros kassieren? Also es wäre hier oben, das passt ja überhaupt nicht zu meinem Kanal. Ich würde sowas niemals machen und gerade für Kondome werben, hallo. Also wie gesagt, das sind halt solche Sachen, wo man dann halt einfach sagt, nee, es geht nicht. Und deswegen braucht ihr eigentlich auch keine Angst haben, was so Produktplatzierungen betrifft. Weil ich denke, dass wirklich kein YouTuber irgendwas Doofes vorstellen würde, wohinter er nicht steht. Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, wie viel Geld kann man mit einer Produktplatzierung gewinnen? Also das ist immer unterschiedlich. Man sagt immer, man bekommt pro 1000 Klicks 50 Euro. Wie gesagt, das variiert immer und ihr könnt euch das jetzt einfach mal ausrechnen. Und wie gesagt, man muss sich halt auch so eine durchschnittliche Klickzahl errechnen und es ist auch nicht immer 50 Euro, aber das sagt man halt immer so. Es sind 50 Euro für 1000 Klicks. So wird es halt gerechnet. Wie gesagt, ich kann euch da nicht mehr Auskunft zu geben, weil es wird natürlich auch manchmal anders gerechnet. Wie gesagt, das ist das, was ich weiß und ich bin immer ehrlich zu euch, das wisst ihr ja. Ich schwätze aber viel zu viel und mache mich gar nicht fertig. Ich habe noch nie so einen Style & Talk gedreht, also seht ihr. Also nimmt's mir nicht übel. Dann mache ich weiter mit diesem schönen Produkt hier und zwar ist das von Bare Minerals Ready Color Boost. In der Farbe The Stolen Heart, das ist auch aus dieser Lovescape-Reihe und da ist ein Highlighter und ein Blush mit drin und das werde ich einfach mal so mit dem Pinsel vermischen und mir auftragen. Ich muss mir erstmal einen Pinsel holen. Ja, wie gesagt, also wer wie viel mit einer Produktplatzierung verdient, ist wie gesagt immer sehr, sehr unterschiedlich. Ja, deswegen, da kann man jetzt keine genaue Zahl sagen, wie so, ja, Bibi verdient 50.000 Euro mit einer Produktplatzierung oder sonst was. Also wie gesagt, das kann man halt einfach nicht so sagen. Deswegen seid mir da nicht böse, wenn ich euch da nicht so eine richtige, korrekte Auskunft geben kann. Natürlich kann man sein Geld auch mit Affiliate-Links verdienen. Das sind zum Beispiel Links, die man unten in die Infobox setzt und sobald jemand über deinen Link etwas eingekauft hat, dann bekommst du irgendwie 7 oder 10% von dem Einkauf.
Und ja, damit kann man dann auch das Geld verdienen. Wie gesagt, sind meistens so 7 oder 10%. Kommt immer auf den Anbieter an, bei welchem Affiliate-Partner man zum Beispiel ist. Und genau, damit kann man dann auch das Geld verdienen. Und ja, das wäre so die nächste Option. Jetzt gehe ich auch noch so ein bisschen in den Highlighter hier rein und trage mir das hier oben so ein bisschen auf. Und ja, womit kann man noch Geld... Oh, der Highlighter. Boah, der Highlighter ist richtig, richtig schön. Ja, womit kann man noch sein Geld verdienen? Ja, das war's eigentlich auch schon, oder? Ja, gut, man kann sich zum Beispiel für Events bezahlen lassen. Das mache ich zum Beispiel nicht. Das heißt, du wirst für dein Kommen bezahlt. Oder man geht irgendwo hin und dreht irgendwas für eine andere Firma. Da kann man sich natürlich auch bezahlen lassen. Was jetzt nicht exklusiv auf dem YouTube-Kanal quasi hochgeladen wird, sondern die Videorechte besitzt dann diese Firma. Und ich muss euch auch wirklich sagen, also für sowas würde ich auch Geld nehmen, weil man ja quasi dahin reisen muss, dort arbeiten muss. Und ich meine, wer geht schon kostenlos arbeiten? Das ist ja auch eine Arbeit. Man muss da hinfahren, man muss sich da hinsetzen, den Text lernen, den man da quasi sagen muss. Und halt quasi für die andere Firma arbeiten. Also dafür würde ich auch auf jeden Fall Geld verlangen, weil ja, sowas geht halt einfach nicht, dass man da einfach umsonst hinfährt und ja, sich da die Zeit verplempert quasi und dann die Videorechte bei der Firma bleiben und die quasi machen können damit, was sie wollen. Genau, und das ist auch so ein Punkt, wo man mit Geld verdienen kann. Da kann man allerdings auch nicht genau sagen, wie viel man da nehmen kann. Ich denke, das variiert immer von Reichweite zu Reichweite, je bekannter die Person ist, desto besser ist es ja für die Firma. Deswegen denke ich mir schon, dass da auch mehrere von 1000 Euro fließen bei wirklich großen YouTubern. Und mit groß meine ich wirklich so 200, 300.000 und aufwärts. Also ich würde mich mit 80.000 jetzt nicht als groß bezeichnen. Dann habe ich hier noch von Bare Minerals, auch aus der Lovescape-Reihe, die Eyeshadow-Palette. Die nennt sich Farbe, ja, kann ich nicht lesen. Ist ja auch egal, jedenfalls, ich werde sie euch mal unten in die Infobox verlinken. Die hat mega, mega schöne Farben. Und ich greife mir jetzt mal ein paar Pinsel hier raus und ja, und benutze hier erstmal die dunklere Farbe. Und wie gesagt, also man kann gebucht werden, dadurch kann man natürlich auch sein Geld verdienen. Aber ja, wie viel genau das ist, das steht in den Sternen und das hätte ich auch mal gern gewusst, wie viel ja so eine Bibi's Beauty Palace für so einen Dreh bekommt. Oh, der Lidschatten ist mega gut pigmentiert. Aber ja, das sind so die verschiedenen Möglichkeiten gewesen, womit man Geld verdienen kann. Und als YouTuber, sage ich mal, hat man schon ein richtig gutes Luxusleben. Natürlich muss man auch schön Steuern zahlen, das heißt, das Ganze wird halbiert quasi. Weil ja noch die 19% Steuern dazukommen, dann zahlt man am Ende des Jahres noch Einkommensteuern. Und ich muss auch sagen, es ist auch nicht meine liebste Beschäftigung, am Ende des Monats Steuern zu machen, weil mich das echt so nervt. Und ich bin so froh, dass es bei mir nicht allzu viel ist, wie bei manch anderen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was zum Beispiel Bibi alles an Steuern machen muss. Die hat es bestimmt echt nicht einfach. Jetzt habe ich mir mal den goldenen Ton genommen und trage den so ein bisschen auf mein bewegliches Augenlid auf. Und ich muss sagen, die Palette ist der Oberhammer. Ja, was ja bei mir häufig die Frage ist, wie kannst du dir das alles leisten? Du hast so viele Klamotten, also Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich kaufe Klamotten und verkaufe sie dann auch irgendwann wieder. Das heißt, mein Kleiderschrank ist gar nicht so voll, wie ihr denkt. Ich habe zum Beispiel auch eine Instagram-Seite eröffnet, die nennt sich Sarah Desideria Closet. Verlinke ich euch mal unten in der Infobox, da verkaufe ich zum Beispiel auch meine Sachen und werde auch einen Teil des eingenommenen Geldes spenden. Und, oh mein Gott, mein Auge klemmt gerade irgendwie voll. Ich tusche mir jetzt die Wimpern mit der Mascara von Bare Minerals, die heißt Lash Domination. Und die hat so ein richtig cooles, geschwungenes Gummibürstchen. Und ihr fragt mich zum Beispiel auch immer, boah, verdienst du so viel Kohle mit YouTube, dass du dir jetzt so viel leisten kannst? Also Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich bin nicht selbstständig mit YouTube. Ich gehe nebenbei arbeiten. Was heißt nebenbei? Also ich gehe arbeiten, richtig. Mein Hauptberuf ist nicht YouTube. Und, ja, ich gehe 8 Stunden am Tag arbeiten, komme dann todmüde nach Hause, so wie jetzt. Heute haben wir Freitag, morgen hat das Video online. Und dann sitze ich bis nachts da, so 1, 2, schneide dann das Video, lade es hoch, mache die Infobox fertig und. Wie gesagt, ich gehe normal arbeiten, ich habe einen Vollzeitjob und ich habe ein Einkommen, was eine ganz normale Frau auch hat, weil ich keinen schlechten Job habe oder so. Und ja, dadurch, dass ich noch zu Hause wohne, habe ich den Vorteil, dass ich jetzt nicht Strom, Wasser, sonst was bezahlen muss, sondern ich gehe halt einkaufen zu Hause und das war es halt auch schon. Also ich fülle den Kühlschrank zu Hause und das ist dann meine Aufgabe. Einkaufen zu gehen, dass genug Essen zu Hause vorhanden ist und ja, deswegen ersparen mir meine Eltern die Miete. Und ja, wie gesagt, durch YouTube verdiene ich natürlich auch Geld
Und dann sammelt sich das an und dadurch kann ich shoppen gehen. Ich kriege natürlich auch einige Sachen zugeschickt, kostenlos. Das sage ich euch ja auch immer, wie zum Beispiel hier das Schminkzeug, was ich dann auch natürlich an euch verlose. Ich frage immer nach Verlosungen, wenn ich mit irgendwelchen Firmen zusammenarbeite. Und des Öfteren klappt es auch, wie ihr seht. Also ich versuche immer, euch irgendwas Gutes mitzutun mit diesen Kooperationen. Und ja, ist jetzt irgendwie ein bisschen schwer, sich die Wimpern zu tuschen und dabei zu labern. Und wie gesagt, ich erarbeite mir mein Geld. Meine Eltern bezahlen mir nicht meine Klamotten oder sonst irgendwas, was ich mir kaufe. Und ich verkaufe auch wirklich sehr, sehr viel wieder. Ja, so ist das halt bei mir. Altes kommt raus, Neues kommt rein. Mein Kleiderschrank ist nicht so voll. Und ja, so hat man halt immer Geld für Neues durch dieses Verkaufen halt. Ja, man macht natürlich so einen kleinen Verlust, aber das finde ich persönlich nicht schlimm, wenn man die Sachen halt auch mehrmals getragen hat. Und wie gesagt, falls ihr Interesse habt an meinen Klamotten, dann schaut gerne auf Instagram vorbei. Sarah Desideria Closet und genau, da verkaufe ich auch die Sachen zu mega günstigen Preisen, also weil ja auch ein Teil des Geldes gespendet wird. Ich hoffe, das war euch jetzt genug Informationen zum Thema YouTube und Geld verdienen. Wie gesagt, ich kann euch ja nicht sagen, was Bibis Beauty Palace zum Beispiel verdient, weil ich selber nicht weiß. Ich meine, ich kann ja nicht sagen, die verdient so und so viel, wobei sie vielleicht weniger oder mehr Geld bekommt, ne? Also da kann ich ja keine Thesen aufstellen, wo ich nicht genau weiß, wie das genau abläuft. Ich habe euch halt nur von meinen Erfahrungen berichtet, wie das ist. Ich habe hier noch den Perfecting Veil in der Farbe Light to Medium von Bare Minerals. Das ist ein cooles Puder, womit man das Make-up setten kann. Werde ich jetzt auch mal schnell machen. Und zum Beispiel, wenn man was zugeschickt bekommt zum Testen, dann heißt es nicht, dass man das zeigen muss, sondern man kann es zeigen, wenn es einem gefällt. Und, ui, also das Puder ist so geil, das verfeinert voll die Poren, sehe ich gerade. Und meine Haut sieht total geglättet aus, also es gefällt mir voll gut. So, das Make-up ist auch schon fast fertig, also Augenbrauen werde ich nicht machen, weil ich kein Produkt von Bare Minerals da habe. Aber ich finde, ich brauche es eigentlich auch momentan gar nicht, weil ich war in Frankfurt bei der Brow Bar, bei Benefit. Die haben da so eine Brow Bar im Douglas und da durfte ich mir netterweise die Augenbrauen machen lassen von denen. Also vielen Dank nochmal ans Benefit-Team, das war so cool, die hat mir die Augenbrauen gewachsen und so. Also es war echt mega und meine Augenbrauen sehen einfach on fleek aus. Also ich bin so, so zufrieden, was für ein Service man da bekommt, Gesichtsmassage und so, also es war echt so geil. Kann ich nur weiterempfehlen, also wenn ihr eine Brow Bar in eurer Nähe habt, dann unbedingt mal dahin gehen und die Augenbrauen machen lassen. So Hammer. Übrigens habe ich hier noch so einen flüssigen Bronzer bekommen, aber ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt mein Make-up damit versaue, weil ich sowas noch nie ausprobiert habe, aber ich werde es bald mal ausprobieren und euch auf Snapchat davon berichten. Wie gesagt, falls ihr mir nicht auf Snapchat folgt, dann könnt ihr mir gerne da mal folgen. Dann probiere ich das auch nochmal da aus. Aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen Angst im Video, weil ich das ja noch nie gemacht habe. Und zu guter Letzt kommen wir zum Lippenstift. Und zwar ist der auch aus dieser Lovescape-Reihe. Der ist auch so mega schön gold. In der Farbe Chase Your Dreams. Und der ist so, so toll. Die Verpackung auch. So ein schönes Nude. Und ja, den werde ich mir mal jetzt auftragen und mal schauen, wie die Farbe so ist. Wow, das ist voll meine Farbe. Und jetzt werden mich auch bestimmt viele Leute fragen, sag doch jetzt endlich mal, als was du arbeitest und wo du arbeitest. Ich möchte darüber einfach nicht reden, weil ich finde, gewisse Sachen gehören einfach nicht ins Internet. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich im Internet nicht gerne preisgeben möchte. Außerdem haben meine Vorgesetzten auch etwas dagegen, wenn ich sowas quasi im Internet sagen würde. Deswegen versteht das bitte, weil ich keine Probleme kriegen möchte. So, das war jetzt auch schon mein Look. Ich hoffe natürlich, dass er euch gefallen hat. Aber kommen wir zu der tollen Verlosung. Ihr könnt nämlich fast alle Sachen gewinnen, die ich gerade benutzt habe. Und zwar könnt ihr gewinnen aus der Lovescape-Reihe den Lidschatten bzw. die Lidschattenpalette, Blush und Highlighter, dann einmal den Pinsel, den ich zum Make-up-Auftragen verwendet habe, den Concealer könnt ihr auch noch gewinnen, die Mascara könnt ihr auch noch gewinnen und zu guter Letzt den Sheer Sun, das ist halt dieser flüssige Bronzer, Serum-Bronzer steht hier drauf. Und ja, falls ihr das alles gewinnen möchtet, dann müsst ihr mir einfach nur einen Daumen nach oben für dieses Video geben, einen Kommentar in die Kommentarbox schreiben, natürlich einen netten Kommentar und Abonnent meines Kanals sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir noch gerne auf Instagram und auf Snapchat folgen. Ansonsten, ja, war es das auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Auskunft geben, was YouTuber so verdienen und womit sie ihr Geld verdienen. Ja, ja, wie gesagt, natürlich, ich bin ja auch kein Gott, weiß nicht alles. Aber ja, so eine kleine Info am Rande, ne? War ja auch vielleicht interessant für euch zuzuhören. Meine Haare sehen übrigens richtig scheiße aus. Ich werde jetzt auch duschen gehen.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstag. Ich hoffe, ihr macht zahlreich bei der Verlosung mit und schaut unbedingt bei Instagram vorbei. Da verlose ich nämlich noch was Cooles. Geht bis zum 1. Mai, also wenn ihr da noch nicht mitgemacht habt, unbedingt mitmachen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao.